damit kann ich rübergehen zu dem... Zu dem hübschen Etienne. Eddie, irgendwas ist los. Fällt dir... Ich überlege gerade. Nein, sag's mir nicht. Du hast... Dein Telefon geht. Das aber... Du hast neue Unterbuchse an. Nein. Und ein neues Hemd. Nicht? Neues Hemd? Nein. Fällt dir gar nichts auf? Mann, Simon, du bist aber auch doof. Ich trage meine Uhr heute links. Ah. Da hat er mich jetzt aber reingekriegt. Ja. Nein, aber du kennst doch die Leute, die... Lass doch mal das Telefon in Ruhe. So. Du kennst doch die Leute, die das Haarfärbungsmittel zu lang oder zu kurz in den Haaren lassen und dann scheiß Haare haben. Kennst du die? Zu denen wollte ich nicht gehören und deshalb sitze ich jetzt noch hier. Das Timing war nicht ganz so präzise, wie es hätte sein sollen. Und deshalb sitze ich jetzt noch hier und hoffe, dass ich im Laufe der Sendung doch noch irgendwie einigermaßen normal aussehe und endlich was übers Unterhemd anziehen kann. Ja, und vielleicht kann man das auch mal irgendwann filmen. Ach so, hat ja auch so ganz mein leckeres Supperlätzchen. Nee, leider hat ihm keiner gesagt, wie er das Ganze anziehen soll. Das sind übrigens keine Schuppen, sondern das ist dieses Haarmittel, das da so dauernd... kräuselt. Ja. Egal. Großartiges Thema heute im PC-Bereich. Und ich muss dazu sagen, wir haben ja versprochen, wir zocken heute mit euch Medal of Honor: Allied Assault und es klappt auch. Und das war nicht die ganze Zeit sicher, denn es ist verdammt schwer, deutsche Server mit der Version 1.0 zu bekommen. Die US-Version ist schon Version 1.1 und wir kriegen keine Server hier in Deutschland. Und deshalb, aber wir kriegen das wir kriegen Server hin, denn Server Arena, die Jungs von Server Arena haben uns wahrscheinlich gerettet und werden sitzen gerade fleißig im Rechenzentrum und stellen für uns einen Server zur Verfügung. Und dann wird gleich richtig geballert. Medal of Honor: Allied Assault. Medal of Honor: Allied Assault. Ich hoffe, das klappt und dann bin ich auf jeden Fall auch dabei. So lange habe ich... Aus Wasser macht sie Wein, aus Haarspray macht sie Haargel und aus beschissenen Frisuren zaubert sie Meisterwerke. Das ist unsere Alex und Glück gehabt, sag ich mal. Da habe ich echt Glück, dass wir so eine tolle Maske haben. Ja, zeig's mal, sie verdient's. Da, die Alex, neben der Eva. Zeig doch mal, da ist sie, da, die rechte, die kleine. Die Kleine, aber was sie macht, macht sie groß. Ja? Aber bevor wir gleich bevor wir anfangen zu zocken, Medal of Honor: Allied Assault, noch mal ein Nachtrag zu der Sendung von gestern, die ja wirklich ziemlich für Wirbel gesorgt hat bei euch. Und noch mal hier ein großes Dankeschön an alle, die sich beteiligt haben. Ich habe heute noch mal mit Infogrames telefoniert und die haben mir doch tatsächlich ein Fax geschickt. Und zwar von den Anwälten von Infogrames. Ja? Und zwar steht in diesem Fax genau drin, vielleicht zeigt man das mal, komm mal kurz, steht genau drinne, was erlaubt ist zurzeit und was verboten ist. Also wir sehen es, das ist das offizielle Fax der Anwälte von Infogrames an Infogrames. Die haben nämlich selber erstmal wissen wollen, was ist jetzt überhaupt verboten und was ist erlaubt. Und da steht's: Sehr geehrter Herr Olz, ich komme, Herr Holz, ich komme zurück auf unser Telefongespräch von Mitte Februar, bla bla bla. Hier Ihre Antwort auf die Frage. Für Magazine mit einer Indizierung von Unreal Tournament ist nur ausschließlich dieses Spiel indiziert. Andere Unreal-Produkte sind hiervon nicht betroffen. Es könnte lediglich insoweit eine Problematik auftreten, wenn durch den Vertrieb solche anderen Unreal-Produkte Werbung für das indizierte Spiel betrieben wird. Dann geht's weiter. Zweiter Punkt. Über die kommenden Titel Unreal 2 und Unreal Tournament 2 dürfen Sie berichten, da diese Spiele nicht oder noch nicht indiziert sind. Unzulässig wären Berichte lediglich dann, wenn zwischen dem indizierten Unreal Tournament und der Nachfolgeversion eine Inhaltsgleichheit gemäß § 18 GJS vorliegen würde. Haben wir auch gestern erklärt. Und das aktuelle Heft, in dem über Unreal Tournament berichtet wird, muss nicht zurückgerufen werden. Es wird in der Regel von der Staatsanwaltschaft ein Rückruf einer Zeitschrift als unverhältnismäßig angesehen. Also auch dazu, das finde ich auch sehr interessant, also dass die Magazine jetzt nicht aus den Regalen verschwinden müssen, nur weil vielleicht jetzt irgendwas über eine Unreal Tournament Liga oder so da drin steht. Dann ganz wichtiger Punkt, ich habe ja gestern angesprochen, dass bei uns das Unreal Tournament Logo von der Seite verschwunden ist und stattdessen das BPJS Logo neben dem Artikel stand, wo wir natürlich auch lieber auf Nummer sicher gehen wollten, war aber eigentlich unnötig, wie wir jetzt erfahren, nämlich hier steht: Mit der Indizierung des Spiels Unreal Tournament ist, wie oben bereits dargelegt, ausschließlich dieses Spiel von den durch die Indizierung eintretenden Beschränkungen erfasst, das Unreal Logo, und damit die gesamte Marke sind von der Indizierung nicht betroffen. Ja, also keine Angst vorm Unreal Logo. Das ist nicht indiziert und das Unreal-Logo ist das gleiche wie das Unreal-Tournament-Logo. Insofern hätten wir das auch geklärt. Ab sofort steht dann auch wieder das Unreal-Tournament bzw. das Unreal-Logo wieder auf der Seite. Finde ich gut. Dafür nochmal einen großen Dank an Michael Bratsch
von Infogrames, der mir das zukommen gelassen hat und finde ich sehr interessant und ich bin mal gespannt, vielleicht kriegen wir auch was von Activision, werde ich nächste Woche mal mit dem Bernd Reinhardt telefonieren, mal gucken, was der zu sagen hat zu dem Antrag, dass die deutsche Version von Return to Castle Wolfenstein ja nicht inhaltsgleich zu der indizierten US-Version ist. So, jetzt aber genug über Indizierung gelabert, jetzt zocken wir Medal of Honor, passt ja irgendwie zum Thema und zwar haben wir einen Server dank den Jungs von Server Arena gerade so aus dem Boden gestampft. Es ist nämlich echt sauschwer, einen Server zu bekommen, beziehungsweise im Internet einen Server zu finden, wo genügend Leute für unsere Zuschauer sind, die die Version 1.0 haben. Die US-Version ist schon gepatcht auf 1.1 und für die deutsche Version hat sich bis jetzt noch keiner bereit gefunden. Da ist die IP, auf der wir gerade zocken, noch ohne Passwort. Das hat nicht mehr hingehauen rechtzeitig, das macht aber nichts. Wir werden gleich den Server dann nach diesem Take resetten und mit Passwort neu starten, sodass dann noch andere Spieler eine Chance haben. Ich bin jetzt im Spiel auf einer Map, die mir jetzt eigentlich gar nichts sagt, weil ich das Spiel so gut wie noch nie im Multiplayer gezockt habe. Aber ich entscheide mich mal als Waffe für das Präzisionsgewehr. Manche sagen Sniper Rifle dazu, manche sagen Präzisionsgewehr dazu. Ich werde jetzt mal hier versuchen, ein bisschen zu snipern. Übrigens, kann ich euch nur als Tipp geben, ich habe nämlich die Skins geändert. Also beziehungsweise ich habe mir und meinem Team jetzt das weiße Skin gegeben und den Gegnern das schwarze Skin, sodass man halt die echt gut auseinanderhalten kann. Oh, und da habe ich, glaube ich, was abbekommen. Also habt ein bisschen Nachsehen, wenn ich jetzt hier noch nicht der Oberchecker in dem Spiel bin und ich merke gerade, meine Strafe-Rechtstaste geht irgendwie nicht. Ich kann nicht nach rechts strafen, egal, dann laufe ich eben nur noch links rum. Na komm, Junge. Achso, ich wollte natürlich auch noch mal vorlesen, wer alles auf dem Server überhaupt drauf ist. Also, drauf geschafft haben Private Ryan, Genosse Stumpy, Slammer 27, Doozy Strike ist mit von der Partie, Smokey FF, DDoS Sam, Ryko, Six Feet Over, Boss Gunman, Octabrain, Boomer Kabal, Joni und ich. Und zugucken tun Sword of Evil, Brunko Hoshi und Microman. Also herzlich willkommen auf unserem Server und viel Spaß beim Fraggen. Und ich glaube, ich habe hier. Den habe ich doch, oder? Hahaha, Doozy Strike war's. Ja, du spielst nicht so, wie du rappst, scheinbar. Ja, so, wo war ich stehen geblieben? Genau, hoffentlich habe ich, ich glaube, ich habe die falsche Waffe. Ich nehme mal eine andere Waffe, denn für so enge Maps ist es vielleicht besser, hier so eine Thompson oder so zu nehmen. Komm raus, Junge, komm. Ich muss ja sagen, ich finde, Medal of Honor Multiplayer macht saumäßig Spaß, aber es ist das ideale Spiel für Camper. Es gibt kaum eine Map, die wirklich so extrem, oder kaum so viele Maps in einem Spiel, die so extrem verwinkelt sind und so viel Unterschlupf für gemeingefährliche, feige Camper bieten. Ja, das muss man auch mal erwähnen. Aber wir spielen vielleicht dann auch gleich mal Object-Based, also dass man ähnlich wie bei Counter-Strike dann eben gewisse Missionsziele erfüllen muss, irgendwelche Sachen wegsprengen oder verteidigen oder eskortieren muss. Und da wird es dann schon um einiges taktischer als jetzt hier beim FFA, beim Free-for-All, wo nur wild rumgeballert wird. Was aber auch Spaß macht. Ja, jetzt gehe ich ja schon wieder da lang. Ja, der gehört zu mir. Es ist ein bisschen doof ohne. Was war das denn? Ohne Rechts-Strafe-Taste. Das werde ich auch bis zum nächsten Take ändern. Und dann geht's euch richtig an den Kragen, Leute. Das sage ich euch schon. Nicht auf mich, nicht auf mich! Ich nehme jetzt auch mal eine Granate. Eine Granate, sagte ich. Mit dem Fernglas kann ich werfen, Pepper? Ach, mit der Granate, ja, ja. Ja, das ist klar. Das ist, haben Granaten ja so an sich, ne? Falsche Waffe, falsche Waffe, falsche Waffe. Nein! Okay, ich glaube, ich muss mich noch mal um die Konfiguration meiner Steuerung kümmern. Es klappt noch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Einen Frag mache ich noch. Den habe ich noch mitgenommen. Das war Octabrain, ja. Octabrain hat seinen Meister gefunden. Wir zocken gleich noch ein bisschen weiter. Medal of Honor, Light Assault, IP und Passwort gibt's gleich, also bleibt dran. Dass ihr mir heute da draußen einen Gefallen tut. Ja, bitte seid so nett und geht alle mal auf serverarena.de und bedankt euch bei den Jungs da, die jetzt im Rechenzentrum sitzen und für uns diesen Server hosten und wirklich Schweiß und Blut dort schwitzen, dass das überhaupt klappt. Denn es ist gar nicht so leicht, wie es sich vielleicht anhört. Und es versuchen derzeit über 6000 verschiedene Leute auf einen einzigen Server zu connecten. Ja, die Drähte explodieren sozusagen. Und ich bin froh, dass ich es selber auf den Server geschafft habe. Noch haben wir kein Passwort, deshalb gibt es nur eine IP. Die kennt natürlich jeder, der jetzt gerade
gerade zuguckt. Und deshalb könnt ihr euch vorstellen, was da für ein Ansturm herrscht. Also nicht sauer sein, wenn es nicht klappt. Wir versuchen es weiterhin mit dem Passwort. Dann gibt es nächste Runde wieder die Chance. Aber es sind lauter neue Leute auf dem Server. Ich lese mal vor, wer es jetzt drauf geschafft hat. Und zwar Cyrano, Private User, Rizzler, MC Döner Deluxe, Nirvana, kann ich leider nicht lesen, Coldfire, JKOG09, Captain Miller, Russia, Schwammgurke, Ice Harry, Matthew Killed, Rambo, Puni 123, Lord Nikon, Klostein, Ponobi und Mad Max. Also, herzlich willkommen. Andreas Markert hat es jetzt auch drauf geschafft. So, ich habe 5 Kills und 4 Deaths. Und Ponobi scheint das Spiel... Nee, doch nicht. Ich dachte, ich habe erst gedacht, Ponobi hat 32 Kills, aber das ist die Gesamtkillanzahl der Allies. So. Ich mache Team automatisch wählen und habe meine Sniper-Rifle und bin gleich schon wieder weg. Ja, wir spielen jetzt übrigens ein Team-Match. Das heißt, die weißen Jungs in dem Fall gegen die hier im Dunkel, im Schwarzen. Und trotzdem keine Regeln. Also man muss nichts entschärfen, sondern einfach nur ballern. Und ich habe einfach definitiv die falsche Waffe für den Nahkampf hier. Vielleicht sollte ich auch mal zu anderen Mitteln greifen. Geh weg, weg! Na. Ich werfe jetzt mal hier so ein bisschen... Wahrscheinlich mache ich mehr Teamkills als irgendwas anderes, aber... Ne, ich habe sogar 2 erwischt. Jetzt habe ich leider keine Granaten mehr. Ich greife jetzt einfach mal wieder zur Sniper. Oh. So, Waffe wechseln. Schluss mit lustig. Wieder meine Thompson. Jetzt gibt's Ärger. Bin ich denn hier gelandet? Die Map finde ich übrigens ziemlich cool. Also für Sniper ist sie eigentlich ideal, weil es hier überall so kleine Kuhlen gibt, wo man sich verstecken kann und viel snipern kann. Den hole ich mir. Oh, der gehört zu mir. Nicht auf mich, nicht auf mich, nicht auf mich! Wir sind in einem Team, Junge. United we stand und so. Verstehst du? Es ist in dieser Map echt verdammt gefährlich, sich einfach so frei durch die Map zu bewegen, wie ich das gerade tue. Oh, die sind manchmal gar nicht so leicht zu erkennen. Durch den Schatten sieht es so aus, als ob die dunkel wären. Teamkiller werden übrigens gleich vom Server gekickt. McDöner. Eine Chance hast du noch, wenn du noch einen killst, bist du weg und gebannt. Das sage ich dir mal. Ich gehe mir nämlich gerade tierisch auf den Sack. So. Ich versuche jetzt mal auf den Glockenturm zu kommen. Das sollte ich vielleicht nicht sagen. Nein, ich versuche nicht auf den Glockenturm zu kommen. Ich gehe Richtung Stadtzentrum. Ich bin ganz weit weg und bei mir ist überhaupt keine Leiter oder so in der Nähe, sondern... Oh, was ist das? Ein Panzer? Ja, hat nicht geklappt. Okay. Ach ja. Ich muss sagen, ich glaube, wir spielen dann gleich echt mal Mission-Based. Weil dieses... Rumgeballer, da ist man mehr tot als lebendig. Oder geht's nur mir so? Ich finde es auf jeden Fall klasse, dass es mal klappt, hier Multiplayer Medal of Honor zu zocken. Das macht schon Spaß, das Spiel. Muss man schon sagen. Und wer weiß, gerade wenn man so an den 28. Februar denkt, also an gestern, wie lange wir noch dazu die Möglichkeit haben werden. Irgendwie, ich treffe nicht so wirklich. Was? Wo? Coldfire wählt Whistlers Schrapnell zwischen den Zähnen. Aha. Okay. Jetzt räume ich auf, und zwar von hinten. Und wie ich auch gerade, ich habe gerade mit den Jungs von Server Arena telefoniert und die haben mir halt auch gesagt, dass es definitiv keine Version 1.1 in Deutschland rauskommen wird, so wie jetzt für die anderen Versionen, sondern es wird gleich die Version 1.2 kommen. Und der Grund, weshalb es so wenig Server gibt, ist, dass es noch keine Linux-Server-Version wohl gibt. Und das ist nicht so geil. So habe ich das zumindest verstanden. Vielleicht labere ich jetzt auch wieder groben Unfug, weil ich von diesen Server-Hosting-Geschichten nicht wirklich Ahnung habe, aber es klang zumindest nachvollziehbar. Das ist hier schon wieder so die perfekte Camper-Ecke. Ich ärgere mich, dass ich jetzt meine Sniper-Rifle habe. Da! Habe ich jetzt mal einen erwischt?
Das gibt's doch nicht. Da, den hole ich mir jetzt aber. Das gibt's doch nicht. Lass mich doch auch mal jemanden treffen. Ich habe gerade mal 3 Fracks und der erste hat 19. Das ist Nirvana. Und Mad Max hat auch schon 12. So, einen hole ich noch. Liebe Regie, für die Ehre. Ich gehe jetzt nämlich hier durchs Haus und ich wette, da versteckt sich irgendwo einer. Ah, oder auch nicht. Kommt raus, wenn ihr euch traut. Ich bin beim Panzer. Da, den. Was? Der war nicht von mir. Nein! Tja. Egal, macht Spaß. Wir werden auf jeden Fall gleich noch weiter zocken. Dann werden wir ein Object-Based Spiel versuchen. Und dann bin ich mal gespannt, ob ihr dann immer noch so gut ausseht. Ja? Ausseht. Also, bis gleich. Jungs, 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 das ist auch echt schwer heute mit dem Server. Es ist einfach super ätzend, dass wir kein Passwort kriegen. Und deshalb bin ich auch noch nicht auf dem Server drauf. Dafür irgendwelche anderen Leute, das bringt uns natürlich nicht viel, weil wir es jetzt nicht zeigen können. Deshalb müssen wir den Server jetzt nochmal restarten. Und der Simon telefoniert gerade mit den Jungs von Server Arena. Schönen Gruß ins Rechenzentrum. Und starten die nochmal neu? Die starten nochmal neu, ja. Okay, weil dann muss ich nämlich jetzt mal hier Befehle eingeben. Gerade mal nicht gucken, weil das ist nämlich jetzt wichtig, dass das keiner sieht, was ich hier mache. Damit ich nämlich jetzt gleich auf den Server komme, weil ohne mich läuft hier nämlich gar nichts, ja. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. So, private Passwort. Nicht abgreifen, liebe Regie, ne? So. Ja, bis drauf. So, jetzt müsste eigentlich wieder alles stimmen. Okay. Und ich versuche zu connecten. So, jetzt wollen wir mal hoffen, dass es klappt. Bitte, 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 sonst müssen wir hier im LAN 1 gegen 1 zocken. Oder Simon macht einen Strip und das wollen wir alle nicht. Ihr erinnert euch an die Votes mit den Nacktfotos, ja? Und apropos, wir haben ja eine fantastische Seite. Connecten. Bin ich drauf? Du sollst connecten jetzt. Ja, macht er ja automatisch. Da kann ich eure Aufmerksamkeit vielleicht ganz kurz in den PC-Bereich lenken. Und da haben wir nämlich ganz tolle Artikel heute. Ja, das ist zum einen der Test von Medal of Honor, ganz wichtig, durchlesen. Den hat sich der Hannes geschrieben, hat sich echt sehr, sehr viel Mühe gegeben für den Test. Und ist wunderbar geworden und hat 90% bekommen. Und dann haben wir hier ganz cooles Feature, Arx Fatalis und so weiter, das neue Fishtank-Lineup, du bist drauf. Ich bin drauf, geh einfach drauf. Komm, ich geb dir meinen. Bin ich nicht drauf? Ich geb dir meinen Rechner. Gleich, jetzt lass mich erstmal kurz den PC-Bereich vorstellen. Das ist mir jetzt wichtig, ja? Gut. Hier nehme ich das Line-Up von Fishtank Interactive zu allen Spielen, die 2002 erscheinen. Ja, also Wildlife Park, The Great War, Call of Cthulhu und so weiter, hat man auch schon länger nichts mehr gehört. Wenn ihr wissen wollt, was die neuesten Spiele von Fishtank so machen und was da bald zu sehen ist, lest euch den Artikel auf jeden Fall durch. Und auch ein sehr cooles Ding hier, die Knights of the Old Republic Seite. Gestern haben wir zum ersten Mal darüber berichtet und heute geht die Seite online. Da hat wahrscheinlich LucasArts gedacht, wenn die Jungs von Giga Games schon darüber berichten, dann müssen wir auch die Seite online stellen. Dann auf jeden Fall. Ja, George Lucas liebt uns und die Seite ist richtig cool, mit richtig fetten Screenshots von dem Spiel. Schaut das euch auf jeden Fall an. Das kommt nämlich von den Baldur's Gate 2-Machern, das Spiel, und von den Baldur's Gate 1-Machern und von den Neverwinter Nights-Machern. Ich könnte auch einfach sagen, es kommt von BioWare und sieht richtig fett aus. Wird ein Singleplayer-Rollenspiel, also nicht zu verwechseln mit Massively Multiplayer wie Star Wars Galaxies. Und da gibt es hier schon die ersten Screenshots und das Spiel sieht richtig lecker aus. Kommt zuerst für die Xbox Ende des Jahres und leider erst ein Jahr später, das heißt Ende 2003, erst für den PC. Also doch auf jeden Fall lohnenswert. So, der Simon ist jetzt auf dem Server. Da greift einfach mal jetzt Simons Rechner ab und lest mal wenigstens vor, wer es geschafft hat und wer mich da jetzt verdrängt hat. Ja, da haben wir den Hitman 47, den NBC Beamer, der Master of Disaster, Bayer, Billy, Christoph Kaiser, Coldfire. Ich glaube, der Coldfire war es. Ich glaube schon. Marty, Private, Wiesenpilz, auch guter Name. Gamekiller, Mad Max, Kramer, Cyrano, Koi, Undercover, Bluebird, Ghost Dog, Private Slave, Schwammgurke. So bin ich zu euch, ja? Obwohl ihr dran schuld seid, dass ich jetzt in meinem eigenen Spiel nicht mitzocken kann. Ja, Hauptsache ich kann. Lese ich trotzdem eure Namen vor und widme euch diese Partie. Und ausgerechnet Simon muss mich jetzt in dem Spiel vertreten. Ja. Wobei ich auch gerade hier so das ein oder andere Problemchen habe. Ich sehe es gerade, es ruckelt und leckt oder was? Ach, ich versuche zu tanzen. Doch, da unten ist ein Stecker. Ja, ja, ich weiß. Aber es sieht gerade. Aber es sieht cool aus, oder? Ja. Night Fever, Night Fever. Ich versuche jetzt auch nochmal zu gucken. Ich will jetzt auch mitmachen. Das ist so gemein. Ich weiß auch gar nicht. Ja, aber wenigstens haben wir wieder einmal den Beweis, dies ist eine Live-Sendung.
Bitte rufen Sie nicht an. Server Connection timed out. Gut. Ich verlasse dich. Ich muss weg. Nein, dann zocken. Du, Eddie, die Zentrale ruft an. Nein. Du bleibst jetzt hier, dann zocken wir jetzt im LAN gegeneinander. So. Ja, Willst du dich blamieren? Es ist, wie gesagt, bedankt euch nicht bei uns und nicht bei Serverinator, sondern bedankt euch bei Electronic Arts, die es bis jetzt noch nicht geschafft haben, einen gescheiten Patch oder eine gescheite Serverversion zur Verfügung zu stellen, was einfach mega peinlich ist, während alle Welt schon da draußen in Ruhe zocken kann. Naja, egal. Machst du ein Spiel auf? Nein, du machst. Okay, ich mach ein Spiel auf. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich auch nicht. Ich find cool, dass hier so zwei richtige Medal of Honor-Checker zusammen sind. Medal of Honor-Cracks. Ja? So, ich mach einfach mal Spiel starten. Wenigstens können wir uns nicht blamieren, wenn wir uns jetzt gegenseitig Battle erledigen. So, jetzt komm. Du suchst im Internet, du Gurke. Ich bin im LAN, Junge. Deswegen heißt es Local Network. Tatsächlich, Nameless Battle, stimmt. Weil dann wird's Internet heißen. Ich hab nicht gelesen, was da stand. Du liest nie. Finde ich fantastisch. Aber ihr könnt euch sicher sein, falls Medal of Honor bis dann noch nicht initiiert ist, wenn Version 1.2 rauskommt, dann werden wir das auf jeden Fall wiederholen. Und dann geht's aber hier richtig zur Sache. Aber sowas von. Und bis dahin habe ich das Spiel auch sowas von geübt, dass ihr da draußen trotzdem keinen Spaß im Spiel haben werdet. Schauen wir mal. So. Ich muss aber sagen, ich habe die falsche Steuerung, dummerweise. Denn ich habe Hannes seine Steuerung. Wieso hast du jetzt gewonnen? Keine Ahnung. Aber ist immer gut. Das jetzt haben wir schon den nächsten Bug-out. Wenn ihr die letzte Sendung gesehen habt, da hatten wir das doch schon mal. Ist nicht richtig. Ich glaube, es ist Hannes Rechner. Das hatten wir aber doch schon mal. Was war denn das? Als ich eine Mod vorgestellt habe. Als ich eine Map vorgestellt habe. Man kann auch im LAN kein Spiel machen, man kann im Internet kein Spiel machen. So ein Scheiß. Egal. Wir zocken gleich auf jeden Fall nochmal weiter. Ich versuche auf den Internetserver zu kommen. Jetzt gibt's für euch erstmal den Gamesflash und den Simon verhau ich jetzt, weil er dran schuld ist. Weiter mit Medal of Honor Light Assault Multiplayer und das ist die Verpackung, wenn ihr das Spiel noch nicht habt, geht in den Handel, holt es euch, weil es richtig geil ist. 90% hat es bei uns bekommen und deshalb auf jeden Fall eine Empfehlung. Wir zocken gerade Multiplayer und ich könnte euch jetzt eigentlich die IP zeigen, aber das wäre eigentlich relativer Schwachsinn, weil derzeit 6000 Leute versuchen, auf diesen Server zu connecten und der Server sowieso voll ist, aber hier ausgleichende Gerechtigkeit, ja, ist die IP. Und fangt was an oder auch nicht, bringt eh nichts, egal. Ich habe es ja auf jeden Fall gezeigt. Ich bin auf dem Server, da bin ich schon mal froh drum. Also ihr seht, nicht mal ich schaffe es rechtzeitig auf dem Server. Und das sagt doch schon einiges. So, an dieser Stelle sei auch nochmal erwähnt, dass das Problem einfach daran liegt, dass, ich bin sowieso tot, deshalb kann ich gerade nicht zocken, dass das Problem daran liegt, dass es noch keine richtige Serverversion gibt. Das heißt, die Server können nicht vorzeitig über die Konsole eingestellt werden, wie das normal ist, sondern nur eben über Befehle vom Spiel, die ihr auch kennt, wenn ihr ins Multiplayer-Menü geht und da Start-Server macht. Das sind die Befehle, die man dann als Servergeber hat. Und da kann man eigentlich kaum was machen. Man kann keine Passwörter setzen, man kann nicht richtige Einstellungen treffen. Und für die Version 1.1 geht das schon. Die gibt es aber nur für die ja hierzulande verbotene US-Version. Und die 1.1-Version wird auch nicht erscheinen in Deutschland, sondern gleich die 1.2-Version, mit der das dann auch geht. Wann die erscheinen wird, das steht noch in den Sternen. Ich werde auf jeden Fall am Montag bei EA anrufen und denen mal sagen, was ich davon halte, dass es noch keine Serverversion gibt. Ja? Aber wir werden das auf jeden Fall nochmal wiederholen. Also alle, die heute es nicht mit auf den Server geschafft haben, denen sei nochmal gesagt, verpasst die nächste Gelegenheit, wo wir Medal of Honor zocken, nicht. Denn wir werden das auf jeden Fall wiederholen. Weil ich bin noch nicht zufriedengestellt. So. Und ich hoffe, wir werden jetzt gleich mal hier eine neue Runde sehen, damit ich auch ein bisschen mitmischen kann. Aufgabe ist es, wir zocken jetzt zielbasiert. Das heißt, wir müssen die Rakete beschützen, die wir da rechts sehen bei dem Kollegen. Und die Leute in den dunklen Anzügen, das wären dann, ich weiß gar nicht, wer das dann ist. Ich glaube, die Achsenmächte? Oder sind es die Alliierten? Ist ja auch wurscht. Die Alliierten sind es. Die müssen nämlich dieses Raketenlager entschärfen, beziehungsweise die Rakete, glaube ich, in die Luft sprengen. Weiß nicht, ob ich jetzt Mist erzählt habe. Und wir müssen das verhindern. So, Runde ist vorbei. Jetzt kann ich mit eintragen. Ach ja, unten rechts sieht man es auch. Da. Destroy the control room, destroy V2 Rocket. So, das sind die Aufgaben der Alliierten und die Achsenmächte müssen eben das Ganze verhindern. Was soll das bitte? Das ist doch einfach für'n Arsch sowas. Ich verstehe das nicht. Warum schießt du auf mich? Muss ich dich jetzt kicken? Also das sind so Leute, weswegen ich sowas eigentlich dann ungern mache und in Zukunft vielleicht dann nicht mehr machen werde. Wenn ich die ganze Zeit warte, um zu zocken und dann
von einem eigenen Mann umgetreten werde. Das finde ich echt für den Arsch. Ganz ehrlich, Leute. Ich gucke jetzt auch, wer es war. Ich meine, wir machen die Sache für euch. Ich kann das auch hier im LAN zocken ohne euch. Und deshalb verstehe ich es einfach nicht, warum Leute daran Spaß haben. Erklärt's mir. Das ist genauso wie die Leute, die cheaten und dann irgendwie mit Cheat-Hack auf die Counter-Strike-Server gehen. Was gibt euch das? Schreibt mir mal eine Mail, liebe Cheater. Was gibt euch das? Geht euch da einer ab oder so? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich freut es euch, wenn sich andere ärgern. Und dann solltet ihr auf jeden Fall euch mal Gedanken machen. Naja, ich kann jetzt wieder nicht mitzocken. Und deshalb ist das jetzt schade für mich. Wenn das jetzt in der nächsten Runde nochmal passiert, kann ich gleich sagen, war es das. Dann mache ich nämlich, gehe ich raus und stelle noch ein bisschen die Seite vor. Ja? Da greife ich hier zu ganz anderen Mitteln. Jetzt habt ihr dann böse gemacht. Jetzt guckt mal, was ihr angerichtet habt, der Mann. Da schwillt mir so der Kamm. Da kann nicht mehr schlafen jetzt. Da kenn ich nix. So, jetzt verteidigt wenigstens diese blöde Rakete. Wenn ich schon nicht helfen kann. Sag meinen Namen, sagt Jack the Ripper. Ja, das ist eine super Taktik, die ihr da drauf habt, Jungs. Vor allen Dingen, wie viele von denen sind noch da? Wo sind eigentlich die Gegner? Man kann ja auch nicht irgendwie die Perspektive wechseln. Das ist doch alles hier irgendwie... Geht nicht. Man kann hier nicht irgendwie... durchcyceln. Ich muss jetzt hier über dem Kopf bleiben. Naja, schauen wir mal. Naja, egal. An dieser Stelle gehe ich jetzt einfach mal aus dem Spiel raus. Ich drücke mir auf jeden Fall das Log aus und werde gucken, ob ich die IP rausfinde mit den Jungs von Server Arena. Und wer immer das war, wird beim nächsten Mal keinen Spaß haben. Dafür werde ich sorgen. Auf unserer Seite gibt es den Test zu dem Spiel. Wo ist es? Da? Nee, da. Das ist noch der falsche Artikel. Hier oben. Der Test vom Hannes zeige ich auch noch mal ganz kurz. Mit dem Top Game Award unten 90% Wertung. Sogar besser als Return to Castle Wolfenstein, das ja sowieso mittlerweile indiziert ist. Und das war's von mir. Ich bedanke mich bei den meisten von euch und wir sehen uns nächste Woche wieder. Schönes Wochenende.